Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute kommt das Asche der Nacht Musikvideo online. Ich bin wirklich, wirklich aufgeregt so langsam. Die ganzen Tage hatte ich viel zu tun und dementsprechend konnte ich mir nicht so viel Gedanken dazu machen. Aber tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen nervös, wenn das Video nachher kommt. Ihr kennt zwar den Song schon, aber ja, so ein Video ist dann immer nochmal was anderes, weil man einen selber sieht und man ja irgendwie auch eine schauspielerische Leistung abgegeben hat. Zumindest hat man es versucht. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen wird. Heute steht nicht so viel an. Außer, dass wir nachher einen Livestream zusammen haben und dass wir dann die YouTube-Premiere gucken. Ich muss aber erstmal das Video hochladen und so weiter. Ich habe die finale Fassung einfach auch noch nicht gesehen. Ja, richtig aufregend. Wir waren die letzten Tage sehr viel mit Korrekturen beschäftigt und so weiter und so fort. Und der Cutter fährt jetzt heute in Urlaub und ich kriege das Video jetzt um 11 und hoffe, dass jetzt alles stimmt und nach unserer Zufriedenheit ist. Und welcome to this Asche der Nacht Musikvideo Release Day Vlog. Ring, 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 banana phone. Wap, doo, 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 doo. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding. Banana phone, I got this feeling so appealing for us to get together and sing. Ja, das ist mein Frühstück heute. Ich habe nichts im Haus und ich bin irgendwie viel zu faul, einkaufen zu gehen. Ich muss schon für halb Mittag einkaufen gehen. Das reicht mir schon. Ich weiß, Leute, es ist nicht so gesund, nur eine Banane zum Frühstück zu essen, aber ich kann einfach nicht. Der Video-Release-Day ist noch nicht ganz safe. Und zwar lädt das Video nämlich immer noch hoch. Wir sind bei 45%, also es geht noch alles klar. Es ist ja erst 13:30. Aber ja, ich habe die finale Version vom Video auch erst heute erhalten. Und war schon voll panisch, weil ich dachte, oh Gott, ich muss das noch hochladen und ich muss noch die Videobeschreibung machen. Ich muss noch ein Thumbnail rausschneiden und so weiter. Ich glaube, ich bin einfach nur beruhigt, wenn ich gleich bei 100% bin und weiß, dass das nachher online geht und wir das nachher gucken können. Ja, ich bin so gespannt, wie ihr es finden werdet. Es ist halt nochmal was ganz anderes als bei Voodoo. Es gibt halt quasi eine richtige Geschichte und ja, ist einfach ganz anders aufgebaut. So Voodoo war halt eher so ein Performance-Video und Asche der Nacht ist jetzt quasi eigentlich eher wie so eine kleine Geschichte, die erzählt wird. Ich freue mich und ich bin so gespannt, was ihr sagt und ja, hoffe natürlich, dass es euch gefällt und dass ihr es dann mit der ganzen Welt teilt, so dass so viele Menschen wie möglich das Video sehen. So, es hat alles erfolgreich geklappt. Das Video ist hochgeladen. Der Premiere steht nichts mehr im Wege heute. Ich werde mir jetzt noch was zu essen kochen. Es gibt Fiorelli in eine Champignonsauce. Ihr seht, ich stehe auf Pasta. Und um 19:30 bin ich dann ja schon beim Livestream mit euch. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Läuft. Oh, und wie angekündigt gibt es Pasta. Yay. Ihr seht, ich liebe Pasta. Und das hier sind ganz, ganz leckere Pilzfiorelli. Es ist auf jeden Fall crazy, dass das Musikvideo gleich schon online kommt. Ihr kennt den Song ja jetzt schon und habt vielleicht auch alle schon irgendeine Vorstellung oder Vermutung, wie denn dieses Musikvideo aussehen könnte. Ihr habt ja in den letzten 3 Tagen in meinem Instagram-Feed 3 Bilder auch schon gesehen und einen kleinen Teaser. Sprich, ihr wisst schon grob irgendwie vielleicht, um was es geht. Und ja, es ist sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Überlegt mal, das Musikvideo wurde vorletzte Woche gedreht. Das ist jetzt genau 2 Wochen her, was halt schon echt krass ist. Dementsprechend habe ich auch die finale Version heute das erste Mal gesehen. Also das war halt echt so total Zeitdruck und oh nein, wir haben hier noch eine Korrektur und bitte das noch ändern. Und naja, wie es dann immer so ist, man will dann ja auch zufrieden sein mit allem. Diesmal dachte ich so, okay, also ich wollte es ja letztes Mal richtig professionell machen, habe schön YouTube über den Fernseher angeworfen und alles und genau um 12 Uhr ist was passiert? Nichts. Es hat einfach nichts mehr geklappt. Es ist quasi, ja, mein Fernseher hatte einfach keine Lust auf mich. Es war ein endloses Laden. Dementsprechend habe ich es dann am Ende auf dem Laptop mir angeschaut, das Video. Und deswegen dachte ich, ich gehe diese Woche auf Nummer sicher und probiere es gar nicht erst mit dem Fernseher, sondern ich verlasse mich direkt auf meinen Laptop und hoffentlich auf das Wi-Fi. Hier steht jetzt, Premiere startet gleich. Oh! Entschuldigung. Ich bin gerade so nervös. Ey, wirklich. Okay. Wow. YouTube. Laura Lathe hat gerade eine Premiere gestartet. 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß mit Asche der Nacht. Wir sind Asche der Nacht. Wir sind nur Asche der Nacht. Ich habe gestern vollkommen versäumt, mich noch von euch zu verabschieden, beziehungsweise ein Abschieds-Vlog-Video zu machen. Das Asche der Nacht Musikvideo ist jetzt endlich online. Ihr könnt es gucken, teilen und überhaupt. Genau, das war es dann auch schon mit meinem Asche der Nacht Musikvideo Release Day Vlog. Wie ihr seht, habe ich heute an meinem Freitag hier Make-up frei.
und lasse meine Haut ein bisschen atmen. Wie immer freue ich mich natürlich über eure Kommentare, Abos, Daumen nach oben und schaut euch gerne auch mal meine anderen Videos an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis dann!